Hallo Leute, ich begrüße euch zu meinem heutigen Drive Monday. Heute reden wir über den Entzug der Lenkberechtigung. Zunächst wollen wir mal den Unterschied festhalten zwischen Führerschein, das hier, und der Lenkberechtigung, also das Recht, ein Kraftfahrzeug der jeweiligen Klasse zu lenken. Wenn ich meinen Führerschein verliere und ich werde aufgehalten, dann ist es ein reines Formaldelikt. Ich zahle 36 Euro, alles ist gut, weil das Recht, ein Kraftfahrzeug zu lenken, habe ich ja nach wie vor. Wenn ich mit entzogener Lenkberechtigung fahre, also ich habe auch das Recht nicht mehr, dann kostet mich das ganz schnell einmal 800 Euro. Deswegen macht das ja nicht. Wann und wie wird eine Lenkberechtigung entzogen? Der Klassiker ist natürlich Alkohol, das heißt ab 0,8 Promille, beziehungsweise kann auch schon darunter, wenn man weniger Alkohol konsumiert hat, auch schon die Lenkberechtigung entzogen werden, wenn der Amtsarzt dennoch eine Beeinträchtigung feststellt. Auch bei deutlich überhöhter Geschwindigkeit wird die Lenkberechtigung entzogen, und zwar bei 40 km/h Überschreitung im Ortsgebiet bzw. 50 km/h auf Freilandstraßen. Das heißt jetzt natürlich auch, ich kann mit 89 km/h über die Hütteldorfer Straße brettern und mir wird noch nicht einmal die Lenkberechtigung entzogen, weil die wird erst bei 90 entzogen. Insofern ist Österreich, kann man sagen, da eh ein kleines Schlaraffenland. Auch aufgrund mangelnder gesundheitlicher Eignung kann die Lenkberechtigung entzogen werden. Da muss man halt auch immer abwägen. Wenn man sich jetzt einen Behindertenausweis besorgt, weil man eben eine Einschränkung hat, dann muss man zum Amtsarzt, man macht eine ärztliche Untersuchung. Wenn der jetzt aber feststellt, dass man derartig marode ist, dass man keine Lenkberechtigung mehr besitzen sollte, kann es euch durchaus passieren, dass die Lenkberechtigung aufgrund gesundheitlicher Eignung entzogen wird. Ja. Auch aufgrund mangelnder fachlicher Befähigung könnte sie im Nachhinein entzogen werden. Ihr habt innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von 3 Monaten, 5 Unfälle aufgrund Vorrangverletzungen zum Beispiel. Dann kann durchaus die Behörde auch hergehen und sagen, der ist nicht so gut, dem überlegen wir noch einmal eine Theorie- oder eine Praxisprüfung auf und überprüfen einfach seine fachliche Befähigung noch einmal. Wann erlischt die Lenkberechtigung überhaupt? Die Lenkberechtigung erlischt natürlich bei Tod des Führerscheinbesitzers, auch durch Verzicht. Man kann ja auch freiwillig sagen, ich bin nicht mehr so gut, meine motorischen Fähigkeiten sind schon sehr abgestumpft, bevor irgendwas passiert, gebe ich meine Lenkberechtigung zurück. Sie erlischt jedenfalls nach 100 Jahren und sie erlischt, wenn 18 Monate eure Lenkberechtigung entzogen wurde, aufgrund mangelnder Verkehrszuverlässigkeit. Dann sehen wir uns wieder hier und ihr müsst wieder eine Praxisprüfung ablegen. Ich hoffe, ich konnte euch wieder etwas weiterhelfen und würde mich über Kommentare und vielleicht auch Erfahrungen aus eurer eigenen Karriere bzw. aus dem Freundeskreis freuen und folgt mir bitte weiter auf meinen Social Media Kanälen.